Kranke Kälber stellen für jeden Landwirt eine enorme Belastung dar. Deshalb wollen wir mit diesem Film aufzeigen, wie man Kälberkrankheiten wirkungsvoll vermeiden kann. Bereits das Trockenstehmanagement hat einen großen Einfluss auf die Gesundheit der Neugeborenen. Um eine optimale Kälbergesundheit zu erreichen, ist es natürlich auch wichtig, die Tiere in der Trockenstehzeit gut zu halten und gut zu füttern. Bei der Haltung sollten wir darauf achten, dass die Tiere ausreichend Bewegung machen können und dass sie vor allem in zunächst großen Liegeboxen liegen. Das sind unsere schwersten Kühe im Stall und gegen Ende der Trockenzeit im Idealfall in einer Freiflächenbucht sich aufhalten können. Bei der Fütterung müssen wir darauf achten, dass die Tiere nicht zu fett zur Abkalbung kommen. Wobei es allerdings so ist, dass fette Tiere in der Trockenstehzeit nicht mehr abnehmen sollten. Gegen Ende der Trockenstehzeit fressen die Kühe deutlich weniger, sind meistens nur 10 bis 12 Kilogramm Trockenmasse. Und daher müssen wir in dieser Zeit auch die Energiedichte durch entsprechendes Kraftfutter oder die Gabe von Maissilage erhöhen, da es sonst immer wieder auch zu Frühgeburten kommen kann. Zu beachten ist auch eine entsprechende Spurenelement- und Vitaminversorgung. Hier besonders auf Selen und Vitamin E achten, da das für die spätere Sauglust unserer Kälber einen wesentlichen Einfluss hat. Die wichtigste Einzelmaßnahme für die Gesundheit unserer Kälber ist natürlich die Kolostrumversorgung. Beim Kolostrum verwenden wir in der Regel 3 Liter innerhalb der ersten 3 Stunden. Jedoch hat sich in der Praxis gezeigt, dass die Tiere innerhalb der ersten halben Stunde am liebsten Kolostrum aufnehmen. Um das zu gewährleisten, gibt es 2 Möglichkeiten, entweder direkt abmelken und testen oder eingefrorenes Kolostrum zu verwenden. Was macht man, wenn Kälber kein Kolostrum aufnehmen? Sollten die Kälber trotz liebevoller und geduldiger Versuche nicht selbstständig trinken, ist es wichtig, die Tiere trotzdem mit Kolostrum zu versorgen. In diesem Fall kann man die Kälber eben drenchen. Dabei ist darauf zu achten, dass man stets ein hygienisch einwandfreies Werkzeug verwendet. Das heißt, der Drencher muss wirklich gereinigt, gesäubert und auch desinfiziert sein. Und er sollte neuwertig sein. Ganz wichtig ist, dass dieser Drenchkopf hier glatt ist und nicht von den Kälbern bereits abgekaut. Im Idealfall nimmt man hier Edelstahl-Drencher. Weiters ist es notwendig, hier abzuknicken, damit beim Einführen des Drenchers keine Flüssigkeit in die Lunge kommt. Jetzt nehmen wir das Kalb auf unsere linke Körperseite und führen den Drencher langsam über den Zungengrund ein, bis wir hier draußen an der Speiseröhre den Drencher mit unseren Fingern füllen können. Beim Entfernen des Drenchers ist es auch wieder wichtig, abgeknickt zu bleiben, damit keine Milch nachrinnen kann. Wenn das Kalb in eine saubere Umgebung geboren ist, dann belassen wir das Tier beim Muttertier. Es darf die nächsten 6 bis 12 Stunden auch ohne weiteres ablecken. Und danach kommt das Kalb in eine frisch eingestreute, am besten desinfizierte Kälberbox. Das bedeutet, das Kalb sollte eigentlich nur mit dem Kopf und mit der Rückenlinie herausschauen. Von den Beinen sollte man in dem Fall gar nicht sehen. Und im Winter empfiehlt es sich auch, Wärmedecken den Kälbern drüber zu geben, um einen Wärmeverlust zu vermeiden. Nach der Verbringung der Kälber und der Kolostrumgabe gibt es noch eine weitere Maßnahme, die wir als Vorbeuge treffen können. Das wäre die Selengabe. Einerseits als Injektion möglich, andererseits auch übers Maul. Diese sogenannten Selenpumperl werden hier gerne angewendet. Auch die Eisenversorgung wird immer wieder diskutiert. Wenn man Eisen verabreicht, dann bitte nur unter die Haut und nicht in die Muskulatur. Kälber werden nach der Geburt häufig einzeln aufgestallt. Es hat sich jedoch gezeigt, dass eine Haltung von Neugeborenen in kleinen Gruppen oder Paaren zum Wohlbefinden der Tiere beiträgt. Kälber haben einen höheren Wärmebedarf, benötigen viel frische Luft und sind sehr empfindlich gegenüber Zugluft. Der Liegebereich bzw. ein Teil davon sollte daher auf 3 Seiten geschlossen sein, um einen sicheren Rückzugsort für die Kälber zu errichten. Hierfür kann ein Teil der Liegefläche, am besten das hintere Drittel, überdacht werden. Klüfte oder Schlitze sind zu vermeiden, es entsteht sonst Zugluft. Durch den Deckel wird ein Kleinklima im Liegebereich geschaffen. Spätestens alle 3 Wochen sind die Bereiche unter dem Kälberdeckel zu entmisten, um Ammoniakbelastungen zu vermeiden.
Die professionelle Tränke der Kälber spielt bei der Gesundheitsvorsorge ebenfalls eine äußerst wichtige Rolle. Das Immunsystem muss mit ausreichender Energie versorgt werden, damit es die vorhandenen Keime erfolgreich bekämpfen kann. Wir empfehlen da heute absolut die Adlibitum-Tränke mit Vollmilch. Das schaut so aus, dass man nach der ersten Birstmilchgabe, also nach die 3 Liter Qualitätskolostrum, die das Kalb unmittelbar nach der Geburt kriegt, damit beginnt, dass man die Milch ansäuert mit einem Säureprodukt, Ameisensäure oder Firmenprodukt, den Eimer voll macht und dem Kalb einfach diese frische, angesäuerte Vollmilch anbietet. Und der Eimer bleibt den ganzen Tag über beim Kalb hängen und wird von einer Mahlzeit bis zur nächsten Mahlzeit möglichst ausgetrunken. Es wird aber nie ganz leer werden und wird dann einfach wieder frisch angefüllt. 3 Wochen gibt man die Milch ad libitum und danach wird man es ganz normal rationieren, 2-mal am Tag. Aber weiterhin bis zum Absetzen 10 bis im Bio-Bereich 12 Wochen ansäuern. Beim Ansäuern der Milch gibt es in der Praxis verschiedene Varianten. Man kann die Kübeln einzeln ansäuern oder die gesamte Milch in einem großen Behältnis, in einem Milchtaxi oder in einem anderen Gefäß. Beides ist aber richtig. Durch die Adlibitum-Tränke habe ich den großen Vorteil, dass die Kälber mit deutlich mehr Energie versorgt werden und das wirkt sich sehr positiv auf das Immunsystem aus. Also die Kälber sind richtig widerstandsfähig und robust. Wichtig dabei ist aber auch, dass den Tieren von Beginn an Kälberheu und Kälberstarter angeboten wird oder alternativ eine dementsprechende Kälber-TMR. Und natürlich, das Wasser darf auch nicht vergessen werden, das gehört auch noch am ersten Lebenstag fix dazu. Die Adlibitum-Tränke machen wir jetzt mittlerweile seit 10 Jahren. Seitdem wir das probiert haben, haben wir wirklich kaum Probleme mit Kälberdurchfall. Das spiegelt sich ja dahingehend wieder, wir gehen die Stierkälber mit einem Monat her. Und so auch heute, der hat 89 Kilo gehabt. Die Hygiene spielt natürlich für die Krankheitsprophylaxe eine sehr große Rolle. Bei der Kälberhaltung sollte man darauf achten, dass die Aufstallung leicht zu reinigen ist. Wichtig ist, dass Stroh in ausreichender Menge und bester Qualität eingestreut wird. Zudem sollten die Boxen oder Iglus in regelmäßigen Abständen gereinigt und entmistet werden. Und bei Bedarf auch immer wieder desinfiziert werden. Dafür müssen sie aber auch leer stehen können. Ausreichend Platz ist einfach wichtig. Das Immunsystem der Kälber kann auch durch gezielte Impfungen gestärkt werden. Ein starkes Immunsystem schützt Kälber vor schweren Verläufen oder lässt sie erst gar nicht krank werden. Eine Immunisierung kann einerseits passieren über die Impfung der Muttertiere in den letzten Wochen vor der Abkalbung. Diese Impfung hilft in der Regel gegen die Durchfallerkrankungen. Dabei ist es allerdings wichtig, dass die Kälber ausreichend Kolostrum bekommen, da diese Antikörper nur auf diese Weise in das Kalb gelangen könnten. Die zweite Möglichkeit, Tiere zu immunisieren, ist eine direkte Impfung der Kälber gegen Rindergrippe zum einen oder auch Trichophyte zum anderen. Dabei werden die Tiere meist 2-mal im Abstand von 2 bis 4 Wochen gegen diese Erkrankungen geimpft. Kälberkrankheiten kann man vermeiden, indem die zahlreichen Einflussfaktoren entsprechend der heutigen Empfehlungen von Beratern und Tierärzten angepasst und optimiert werden. Denn die tägliche Arbeit mit gesunden Kälbern macht Spaß und erfreut die Tierhalter.